liebe Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Rime, unser Abenteuer. Letztes Mal haben wir ja drei unserer besten Freunde hier gehen lassen müssen. Es war sehr, sagen wir mal, wirklich ergreifend auch, muss man schon dazu sagen. Aber auch sehr schön gemacht vom Spiel her. Und ohne diese drei Freunde wären wir nie bis hierher gekommen. Und jetzt ist natürlich unsere Aufgabe. Wir müssen die Lichter alle drei aktivieren. Wir haben noch drei Lichter hier, dass das hier vorangeht. Und wir sind hier in unserer Welt wieder angekommen. Bei den Geistern, die uns aber nichts tun. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier die Lichter finden. Und ich muss schon mal vorweg sagen, das Spiel macht mir so viel Spaß. Wie bis jetzt, ganz ehrlich, kein anderes weiteres Spiel bis jetzt gegeben hat. Die Story dahinter ist richtig schön. Die ganzen Rätsel lösen und so. Macht schon echt Spaß. So, jetzt gucken wir doch einfach mal, wo wir hier die Lichter finden. Da hinten ist zum Beispiel eins. Da ist noch eins. Das sind zum Beispiel schon mal zwei. Ich glaube, das ist fast dichter. Wir laufen trotzdem mal hier lang. Hier waren wir das letzte Mal dabei, der Fuchs oben drauf. Da haben wir zumindest schon mal eins aktiviert. Hier werden wir mal rüberhüpfen. Und die Musik im Hintergrund immer wieder ist so schön gemacht worden vom Entwicklern her. Da haben sie echt was richtig Gutes gemacht im Spiel. Richtig, richtig gut. Muss ich schon sagen, ganz ehrlich. Haben sie echt was Geiles auf die Beine gestellt. Jetzt mal hier hoch, ganz entspannt. Jetzt gucken wir doch mal, dass wir da auch ankommen bei den Lichtern da hinten. So. Es ist so nass regnerisch hier, da wird eigentlich selber kalt. Da läuft mir gleich, ganz ehrlich, kriege ich Gänsehaut gleich. Da wird mir selber kalt, wenn ich das sehe, wie es so regnet hier. Ich bin ganz froh, dass uns hier die Geister uns nichts tun diesmal. Ausrutschen. So, dass wir einen richtigen Weg finden. Man verläuft sich hier echt schnell, muss ich sagen. Wenn man nicht weiß, wo lang. Aber das hat das Spiel schon immer ausgemacht. Bis zum jetzigen Punkt war es immer spannend. Okay, das war jetzt nicht der richtige Weg, glaube ich. Weil wir müssen ja hoch. Und wenn ich jetzt da runtergehe, komme ich hier vielleicht hoch? Nee. Wir müssen ja hoch, ne? Weil da oben ist das Licht. Warte mal, wupp, einmal doch. Oh, tut mir leid, kleiner Junge. Wir müssen irgendwie da hoch. Die Frage ist nur, wie kommen wir da hoch? Okay, dadurch auch nicht. Aber hier müssen wir da oben hin. Da ist unser Licht. Wir kommen auch nicht hier hoch, das ist schon mal klar. Das schaffen wir nicht. Aber vielleicht durch paar Kletterpartien wieder. Oh, hier auch nicht. Schade eigentlich. Da ist eine Treppe. Kann auch jetzt nichts aktivieren. Da kommen wir auch nicht lang. Ja, das sind wir so. Es sind nicht mehr großartige Rätsel jetzt hier, habe ich mitbekommen. Aber den richtigen Weg zu finden, ist halt dann doch schon ein anderes Kaliber. Ist manchmal schwerer als gedacht. Kommen wir dort hoch eigentlich? Weil wir müssen ja zu diesem Licht kommen. Okay, dort kommen wir dann nicht lang. Aber wir müssen auf jeden Fall in die Richtung, das ist schon mal klar. Vielleicht hier mal lang. Da vorne war die blaue Flamme irgendwie. Also man verläuft sich hier wirklich schnell. Und von da sind wir gekommen. Dann würde ich doch mal sagen. Okay. Jetzt plätschern wir hier mal lang. Sind wir wieder drinnen. Mal gucken, wo uns der Weg hinführt. Okay, dann kommen wir doch wieder nur raus. Vielleicht hier irgendwie hochklampern. Nee, auch nicht. Flamme aktivieren wir mal.
Also es ist doch schwerer als gedacht jetzt, den richtigen Weg dorthin zu bekommen. Sagen wir es mal so. Okay. Gut, da stürzt sie auf jeden Fall ab und da möchte ich nicht lang. Ich möchte hier nicht runterfallen. Auf jeden Fall gibt es hier einige Sachen, die ich bestimmt übersehen habe. Aber man kommt auch irgendwie scheinbar hier hoch. Kommen wir nicht hoch. Aber vielleicht dort. Auch nicht. Okay. Gut, nur weil es dort weiß ist, heißt es doch nicht, dass wir da lang kommen. Aber hier vielleicht. Hier ist sowas. Ja, das sieht schon mal sehr gut aus. Oh, halte ich fest, mein Junge. Nicht runterfallen. Nicht jetzt. Wäre sehr unvorteilhaft. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, doch. Könnte, glaube ich, der richtige Weg dorthin sein. Okay. Das war denn blöd. Sind wir da echt runtergefallen? Na komm. Na da. Dann einmal hier lang wieder, einmal darüber. Manchmal ist es mit der Kamera immer noch so ein bisschen ungewohnt. Oh, das war jetzt aber ein schöner Sprung. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir doch ranspringen. Also, okay, jetzt sind wir, glaube ich, richtig. Ja, genau. So muss das sein. Einmal dort rüber. Exakt. Ah, das sieht doch schon mal ganz gut aus hier. Glaube ich, hoffe ich zumindest. Ah, doch, da kommen wir zum Einlicht hin. Optimal. Oh Gott, das wird nicht. Ich habe schon gedacht. Jetzt, das war's wieder. Wunderbar. So, dann haben wir das auch schon mal. Na komm, das schaffst du. Oh, da sitzt sogar der Fuchs wieder ganz betröppelt, der arme Junge. Oh Mann. Der Fuchs ist auch so traurig. Dann nimmt er immer gleich richtig mit. So, das Licht haben wir dann auch aktiviert. Das heißt, wir machen uns auf die Reise zu diesem Licht da hinten. Und dann haben wir auch noch eins. So, ja, mein Junge, das bist du. Ich habe nur Angst, jetzt da runter zu springen. Das... Oh Gott, das will. Also, wenn ich das wirklich machen würde, würde ich mir die Haxen brechen. Können wir das dann oben nicht aktivieren? Ja, ich weiß, es ist kalt, es ist nass. Und die Flamme ist auch an. Wunderbar. So, jetzt steht hier irgend so ein großer Felsblock im Weg und wir sehen gar nichts. Sind die auch noch hier, die Gestalten? Die tun es ja zum Glück nichts, wie ich schon gesagt habe. Wir müssen halt jetzt nur gucken, dass wir irgendwie einen Weg dort wieder hinfinden. Da vorne ist zum Beispiel wieder irgendwas. Wie im letzten Video einfach mal ranspringen. Und. Oder noch nicht. Ne, so, genau. Dann öffnet sich das jetzt, ne? Wunderbar, gut gemacht. Super, mein Junge. So, jetzt mal gucken, wo ist das Licht? Da oben ist auch noch was. Und da ist auch noch was. Das aktivieren wir auch mal. Weil, dann haben wir eventuell eine Möglichkeit, vielleicht hochzukommen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Nee, doch nicht. Aber hier. Da ist noch was. Geh da mal hoch. Ich glaube, wir hätten das nicht kaputt machen dürfen. Okay, jetzt sind wir hier irgendwie verkehrt, glaube ich. Kann das sein? Oder? Warte mal, wenn wir das da machen, dann kommen wir da, glaube ich,
nicht ran, wenn das richtig fällt. Ich weiß ja nicht, ob es jetzt richtig fällt oder einfach nur irgendwie. Ah doch, okay. Ja, dann ist doch alles super. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Einmal elegant daneben springen, geht immer. Das geht immer ganz gut. Oh, da haben wir jetzt aber Glück gehabt. Da haben wir jetzt aber echt Glück gehabt, ey, Leute. So, jetzt sind wir hier mal rüber. Aber wir sind auf jeden Fall... Boah. Immer bis jetzt... Da ist das Licht. Genau, dann sind wir schon mal richtig. Dann einmal dort ran, bitte. Dankeschön. So, wir nähern uns unserem Ziel. Zum vorletzten Licht, so wie es aussieht. Weil drei Lichter haben wir noch machen müssen. Das ist das nächste. Danke dir, Foxy. So, wir machen auch mal einmal Schrein, bitte sehr. Haben denn auch dieses Licht aktiviert damit. Und da hinten ist denn das letzte Polarlicht, was wir aktivieren müssen. Und dann muss ich jetzt mal gucken, wie wir hier heile runterkommen wieder. Einfach springen! Wäre nicht so gut. Also nicht einfach nur springen. Wir sind doch ein bisschen hoch. Oder man geht es auch so runter. Nein, du musst runter, mein Freund. Ach. Mussten wir ja, ich weiß, hat wehgetan. Genau. Genau, so. Das sind wir damit auch richtig. Ja, das tut dir nicht weh, darunter zu springen, das passt schon. Das aktivieren wir jetzt auch mal, dass wir da vielleicht Richtung den letzten Licht kommen. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal Cookie machen? Da haben wir noch irgendwas, eine Flamme. Da leuchtet irgendwas grün, oder nicht? Okay, dann hat das nur getäuscht und geblendet. Sah nur so aus. Ich weiß jetzt nicht, ob ich richtig bin, ob ich zum richtigen Licht laufe. Bin ich jetzt nicht so ganz sicher. Hier waren wir scheinbar schon, weil hier eine Flamme auflodert. Das habe ich natürlich den Überblick verloren, wo das Ding jetzt ist, wohin müssen. Gut, hier ist die Mitte. Da sind jetzt die anderen beiden. Genau. Und diese eine brauchen wir noch, dass in der Mitte es aktiviert wird. Das heißt, wir müssen jetzt in die Richtung mal laufen. Und einfach mal gucken, dass wir da raufkommen. Da kommen wir nicht hoch. Wir müssen auf jeden Fall hoch. Das steht schon mal fest. Alles andere wäre falsch. Da kommen wir nicht lang. Das Licht haben wir auch schon aktiviert. Hier sind wir auf jeden Fall schon mal richtig. Das ist nur die Frage. Wie wir dort denn jetzt rankommen? Ja, alles andere ist schon wieder Quatsch hier, weil wir hier schon wieder runterfallen. Das ist schon wieder blöd. Weil wir müssen ja hoch, nicht runter. Wir müssen auf jeden Fall in die Richtung. Da vorne ist das Ziel, wo wir hin müssen. Und da oben ist auch noch was. Was wir irgendwie aktivieren müssen. Die Frage ist nur noch, wie. Wir müssen da irgendwie hochkommen. Und ich weiß noch nicht, wie. Weil da kommen wir für nicht lang. Und hier hochspringen bringt gerade auch nichts. Dann laufen wir doch mal in die Richtung hier. Vielleicht bringt das irgendwas. Ich bezweifle es aber gerade. Nein, das bringt gar nichts. Vielleicht irgendwie drauf balancieren hier an der Seite. Nee, das bringt das auch nicht. Guten Tag.
Weg jetzt einfach nochmal. Einfach mal gucken, wie haben wir Zeit. Alle Zeit der Welt, uns läuft ja hier nichts davon. Hier müssen wir auf jeden Fall hoch. Das steht schon mal fest. Da kommen wir nicht hoch. Aber wenn wir hier machen und das da, ja, du musst da mal hoch, mein Freund. Und die Flamme da aktivieren. Ah, das sieht doch schon mal nach was aus jetzt, ne? Ah, ja. Genau. Ach so, okay. Dann haben wir das jetzt. Ah, so geht's natürlich dann auch. Da war dieses kleine Rätsel. Und da wurde nass. Das als jetzt schon. Dann haben wir auch den Weg dorthin gefunden jetzt. Die kleinen Flammen hier. Habe ich noch gar nicht aktiviert, ne? Macht er die nicht? Ne, die macht er nicht. Ihm ist kalt, er friert. Verstehe ich auch. Vollkommen. Würde ich auch die Flammenbilder nicht aktivieren. So, Foxy, denn mach mal. Die letzte Statue lösen wir damit auch aus. Und wir schauen, was passiert. Wir begeben uns dort einfach mal hin, würde ich sagen. Und schauen mal, was uns erwartet. Einfach mal gucken. Genau, die zwei Flammen auch nochmal aktivieren. Ich glaube und hoffe, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Oder auch nicht. Die Murmel ist auch wieder in die andere Richtung geflogen. Jetzt wieder diese Statue zu finden, ist auch wieder eine Geschichte für sich gerade. Da kommen wir nicht durch. Okay. Dann hier vielleicht? Auch nicht. Warum komme ich da jetzt nicht mehr hoch? Oder dahin? Oder habe ich einfach nur den Weg vergessen? Schauen wir mal. Wir werden da schon ankommen. Ansonsten laufen wir hier im Kreis eine Runde. Ich hoffe, wir kommen dort jetzt noch wirklich an. Schrei mal dort an, die Flamme. Wie kenne ich ungefähr den Eingang hier? Da ist auch wieder der Tempel. Oh, herunterfallen solltest du bitte nicht. Dankeschön. Das heißt, wir sind auf jeden Fall schon mal auf dem richtigen Weg dorthin. Ich hoffe es einfach mal jetzt. Dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ansonsten haben wir uns das gleich echt verlaufen. Was ich nicht so cool fände. Weil verlaufen geht schnell hier in dem Spiel. Wenn man sich nicht merkt, wo man hin muss. So wie ich jetzt gerade. Weil ich habe jetzt gerade echt den Anschlusspunkt total verloren hier. Zu dieser Figur, wo wir hin müssen. Wenn ich jetzt ehrlich bin, laufe ich auf gut Glück jetzt einfach hier mal weiter. In Hoffnung, dass wir da ankommen, wo wir hin müssen. So, einige Ecken kommen mir gerade noch so bekannt vor. Und einige sind für mich sehr neu. Aber scheinbar waren wir hier auch schon. Ach, genau, doch. Dann sind wir richtig, sind auf dem richtigen Weg angekommen. Und jetzt stehen wir an der Statue. Mit der letzten Kugel, die wir aktivieren können. Und Freunde, wir schauen, was passiert.
So, und wie ihr gesehen habt, wir haben unseren Fuchs verloren, unseren treuen Begleiter von Anfang an. Den haben wir verloren jetzt gerade. Der ist auch vor uns gegangen. Wir haben vor Trauer, vor Wut geschrien und sind zu Stein erstarrt und sind jetzt als, ja, Geist, kann man sagen, Geist, wiedergekommen. Und wir laufen jetzt einfach mal hier in die Richtung. Und ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ob wir auch lang müssen hier. Okay, er kann auch nicht mehr wirklich brüllen oder schreien. Also wie es aussieht, müssen wir dann die Richtung laufen. Weil da oben ist irgendwas zum Aktivieren. Und da hoch müssen wir auf jeden Fall jetzt. Ich denke mal, dass er seine Seele wieder bekommt oder sowas in der Art. Sein Leben. Schauen wir mal. Okay. Das war nicht das Richtige auf jeden Fall. Das war nicht die richtige Entscheidung, dort ranzuspringen. Weil, wie ihr seht, kommen wir gar nicht bis da. Aber wir müssen auf jeden Fall hoch da oben. Und ich würde mal sagen, wir schauen einfach mal weiter. Was passiert jetzt, ne? Wohin, wo wir hin müssen. Wir haben nur so einen Hauch von Kraft zum Schreien. Also wirklich schreien können wir nicht mehr. Aber wir werden es mal hier hochbegeben. Weil ich glaube, das sieht nämlich danach aus, als wenn das der richtige Weg wäre. Ja, da oben ist die Statue, die wir aktivieren müssen. Und wir begeben uns dort einfach mal hin. Und schauen, was passiert. Springen wir, mein Freund. Es bleibt sehr spannend auf jeden Fall. Und wir haben ein Rätsel gefunden. Okay. Und jetzt stehen wir da. In der Hand und wissen gerade nicht, wo wir hin müssen. Aber wir gehen einfach mal in die Richtung hier. Okay, da steht jemand und Hände vor den Augen. Das sind wir auf jeden Fall hier. Ich würde sagen, wir steigen hier mal den Berg hinauf. Ob das denn jetzt hier richtiger Weg ist? Das wage ich noch zu bezweifeln. Aber wir müssen ja hier irgendwie hoch. Ich weiß nur nicht wie. Weil er sich da nicht festhält. Also nicht so, wie es machen sollte eigentlich immer. Aber hier, okay. Dann einmal dort lang. Ah, okay, jetzt haben wir den Weg gefunden. Da, hier hoch. Es ist sehr dunkel auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr erkennt überhaupt noch was. Das Einzige, was man erkennt jetzt noch von dem Jungen, ist halt wirklich der Umhang, der rote. Sonst sind wir eigentlich komplett schwarz. Wir steigen jetzt mal hier empor. Und schauen mal, was passiert. Einfach mal gucken, ganz entspannt. Hier ist irgendwas zum Aktivieren. Okay, eine Kette gelöst. Au. Irgendwas haben wir jetzt aktiviert. Und ich glaube, das müssen wir jetzt überall machen, so wie es aussieht. Ich befürchte es fast. Weil dort zeigt er mir was an. Ob wir da jetzt hin müssen, schauen wir einfach mal. So, wir
Ja, hier ist nicht mehr wirklich viel zu machen jetzt so. Wenn wir loslassen, okay. Dann fallen wir da runter. Jetzt müssen wir da aber irgendwie scheinbar rüber. Wie? Weiß ich noch nicht so wirklich. Hier stehen die Leute auch da. Also die Figuren. Die uns jetzt zum Glück nichts tun. Das heißt, wir kommen da auch jetzt nicht mehr raus, weil die versperren uns jetzt den Weg. Das heißt, hier ist dann jetzt auch durch, ne? Ja, hier kommen wir nicht weiter. Wir müssen dann hier einen Weg jetzt finden. Und das sieht stark dann aus, wenn wir es da machen müssen. Okay. Dann einmal dort hoch. Jetzt erkennt man uns zum Glück hier einigermaßen wieder. Okay, mein Freund. Wie? Alles klar, okay, okay. Die Flammen haben wir schon aktiviert. Jetzt ist die Frage, müssen wir hier rüber, um dort weiterzukommen? Ah doch, alles klar, okay. Hier sind wir. Hier lösen wir die nächste Kette, okay. Der Weg geht weiter. So wie es aussieht. Jetzt müssen wir bloß noch die andere Kette lösen. Die Frage ist jetzt, wie wir dorthin kommen. Okay. Das war jetzt nicht geplant. Genau so eigentlich, ja. Doch. So. Ach, eigentlich nicht. Eigentlich so nicht, aber gut, okay. Kein Problem. Wir krabbeln einfach nur hoch jetzt. Und zum Glück ist es nicht mehr so doll weit gewesen. Mussten wir bloß hier lang. Jetzt in Hoffnung, dass wir das dann da schaffen. Alles klar, okay. Genau so habe ich es mir gerade vorgestellt. Jawohl. Das haben wir auch. Man sieht halt wirklich sehr wenig gerade. So gut wie gar nichts. Ich halte mich so möglich, so gut wie es geht, hier fest irgendwie. Dort müssen wir hoch. Geht das? Ja, das geht. Okay, wir laufen jetzt mal auf den Seilen hier rum. In der Hoffnung, oh mein Gott, dass wir nicht runterfallen. Und lösen jetzt einfach mal die Kette. Die dritte. Und wir schauen, was passiert. Okay, wir sind in einem großen Raum. Spiegel. Ist das Wasser? Okay. Das scheint hier die Sonne zu sein. Können wir da reinlaufen? Nein. Aber hier vorne, das erinnert mich doch stark an den ganzen anderen Teilen. Genau raufstellen. Okay, was passiert jetzt? Und nicht, dass wir da runterfallen. Okay. Es hat sich hier was aktiviert. Das ist doch die Treppe, die wir mal hochgelaufen sind. Aber hier geht's ja nicht mehr hoch jetzt, ne? Das heißt, wir müssen runterlaufen. Okay. Wow. Thank you.
Wir sind auf jeden Fall unten angekommen jetzt, ne? Oh, ich wollte nicht durchfallen. Mehr können wir aber nicht, weiter runter geht's nicht. Und da vorne ist wieder ein Licht. Und ich denke mal, in das sollten wir gehen. Und das tun wir mal. Aber irgendwie fällt mir gerade auf, ist alles, was wir hier begangen haben und gemacht haben, alles auf Kopf, wo wir waren. Weil das ist doch normalerweise die Decke, wo wir draufstehen jetzt. Warum ist das alles auf Kopf gestellt jetzt? Ist das alles so ein Traum? Das ist die Frage. Das werden wir eventuell noch erfahren. Aber zuvor gehen wir mal ins Licht rein und schauen, was uns erwartet. Ich bin selber sehr gespannt, was uns jetzt erwartet. Jetzt, wir sind in einem Haus. Okay, das ist jetzt sehr komisch, aber wir haben jetzt mal so langsam jetzt die Geschichte verstanden. Und zwar, wie ihr mitbekommen habt, sind wir mit unserem Vater auf hoher See gewesen mit einem Booten und es kam ein großer Sturm und wir sind über Bord gegangen und der Vater konnte uns dann nicht mehr retten und hat uns von unserem Rebencape bloß noch ein Stück gehabt. Ja. Das ist so die Geschichte gewesen. Darum sind wir auch gestrandet auf offener See oder auf dem Land irgendwo. Auf einer einsamen Insel. Und jetzt sind wir hier in irgendeinem Raum. Und das sieht eher aus, als wäre es ein Traum oder so. Weil wir sind halt auch schwarz-weiß und alles ringsherum auch. Außer unser Umhang, der ist rot. Wir betreten einfach mal die Tür hier und öffnen sie mal. Das ist doch da der Vater, oder nicht? Aber alles im Traum. Okay, und jetzt sind wir der Vater, der auf seinen verschollenen Sohn wartet, so wie es aussieht. Und ja, jetzt müssen wir hier irgendwas suchen.
finden. Ich weiß es gerade nicht, auf jeden Fall bin ich gerade selber sprachlos. Weil es halt so. Das ist Wahnsinn. Die Geschichte alleine. Also wir sind jetzt hier der Vater. Gut, das ist wohl die Wohnung von den beiden. Wir gehen einfach mal auch diesen Raum lang, weil eben gerade sind wir als dieser kleine Junge auch diesen Raum lang gegangen. Okay, und das scheint hier das Kinderzimmer zu sein von seinem Sohn. Und es ist nicht wirklich. Wow. Es ist so. Oh, da kriege ich fast ein Kloß. Es ist so schön hier. Das sind die Erinnerungen, die wir im Spiel hatten. Unsere Gefährten zum Schluss. Schade, dass wir nicht mehr gesammelt haben, dass wir mehr Erinnerungen freischalten hätten können. Da drüben ist das Boot. Süß aussieht. Mehr gibt es hier nicht. Leider haben wir echt nicht mehr freigeschaltet. Da hätten wir jetzt mehr machen können. Oder haben wir hier vielleicht noch was? Schau ich einfach mal. Sieht aber nicht danach aus. Nein, mehr haben wir leider nicht freischalten können. Gut, dann schauen wir nochmal weiter, wie es weitergeht. Aua. Oha. Da ist er doch. Aber. Der scheint drückt so oft. Es ist nur ein Traum gewesen. Da ist das Stück von seinem Cape gewesen, was er zum Schluss noch hatte. Ich sage, ich habe gerade echt einen Kloß im Hals. Wahnsinn. Was für ein wunderschönes Spiel. Leute, Wahnsinn. Pájaros de sal, fiel bostero.
So, und damit, Leute, möchte ich mich bei euch allen recht herzlich bedanken, dass ihr in jedem Video tatkräftig dabei wart, mich unterstützt habt, die Videos tatkräftig geliked habt, immer für diesen super Support bei euch allen. Und ich freue mich, dass dieses Let's Play so gut bei euch angekommen ist. Es war eins der schönsten Spiele, die ich jemals gespielt habe, um ganz ehrlich zu sein. Und ich hoffe, ganz ehrlich, dass solche Spiele öfters und mehrfach rauskommen, in solcher Art, weil es macht immer wieder Spaß, so ein Spiel zu spielen, dass man Rätsel lösen muss, um eine Geschichte zu erfahren. Und wie gesagt, ein riesen Dank an euch alle, die ihr immer dabei gewesen seid, in jedem Video von mir. Und ich würde sagen, damit verabschiede ich mich für heute. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, euch hat die Reihe Rhyme sehr viel Spaß gemacht. Ihr könnt euch das komplette Staffel einfach nochmal angucken. Der Link ist hier unten drin, die komplette Playlist. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch allen nochmal einen schönen Tag. Macht's gut. Danke für alles. Und ich bin raus. Ciao mit V. Euer Woogie.